Hallo allerseits. In diesem Video wird erläutert, wie Sie den Verlauf besuchten Websites und Suchanfragen in einem Browser anzeigen oder einen gelöschten Surfverlauf eines anderen Benutzers anzeigen und wiederherstellen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Alle modernen Browser speichern standardmäßig den Verlauf der besuchten Websites und diese Daten werden drin gespeichert. Dies ist in der Regel das Menüverlauf in den Browser-Einstellungen. Der Verlauf der besuchten Websites oder Suchanfragen wird jedoch häufig einfach in chronologischer Reihenfolge im Browser gespeichert. Daher ist es sehr schwierig, die erforderlichen Informationen zu finden und zu analysieren. Und was tun, wenn der Browserverlauf gelöscht wurde und der Inkognito-Modus für das private Surfen verwendet wurde, der Benutzer den Browser gelöscht oder neu installiert hat und Sie herausfinden möchten, warum? Aber ich muss sagen, dass selbst beim Formatieren einer Festplatte, Löschen von Webbrowser-Dateien oder des Inhalts eines Kontoordners keine Spuren im Internet verborgen bleiben. All dies wird durch moderne Software ermöglicht. Wenn Sie Hetman Internet Spy verwenden, tritt das Geheimnis in Erscheinung. Wie funktioniert das alles? Zum Beispiel haben wir einen Computer oder ein Konto auf einem Computer, der von einer für uns interessanten Person verwendet wurde. Und wir müssen die Geschichte seiner Aktionen im Internet kennen. Von ihm besuchte Seiten oder beliebte Websites, Anfragen und Suchmaschinen, Lesezeichen von Browser auf bestimmte Websites, Daten zur automatischen Vervollständigung und so weiter. Um es zu wissen, starten Sie Hetman Internet Spy. Ich lasse den Link zur offiziellen Seite des Programms in der Beschreibung dieses Videos. Die Programmoberfläche ist sehr einfach und erfordert keine besonderen Kenntnisse vom Benutzer. Starten Sie auf dem Begrüßungsbildschirm die Analyse und warten Sie, bis alle Benutzer dieses Systems gefunden sind. Nach einem umfassenden Festplattenscan wird eine Liste der Windows-Kontakten erstellt. Im nächsten Fenster bietet das Programm die Auswahl eines Computerbenutzerkontos für die Analyse an. Klicken Sie auf das, was Sie interessiert. Bitte beachten Sie, dass Sie jedes Konto dieses Computers analysieren können, unabhängig davon, von welchem Konto aus Sie gerade im System angemeldet sind. Die Eingabe von Passwörtern für die Anmeldung ist ebenfalls nicht erforderlich. Und hier sehen wir alle Browser, die dieser Benutzer auf dem Computer installiert hat. Darüber hinaus möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass hier auch die Browser angezeigt werden, die zuvor von diesem Konto verwendet, aber aus irgendeinem Grund gelöscht wurden. Überraschenderweise können diese Remote-Browser auch von Hetman Internet Spy analysiert werden. Wählen Sie den gewünschten Browser für die Analyse aus, indem Sie darauf klicken. Moderne Webbrowser speichern alle im Internet durchgeführten Aktionen, URL-Seite, Datum des Besuchs, Zeitaufwand für das Lesen von Material, verwendete Anmeldungen und Kennwörter, heruntergeladene Dateien und viele andere Informationen werden nach der Analyse verfügbar sein. Sie können Ihre Auswahl später ändern, um andere Konten und Browser zu überprüfen. Nach Abschluss der Analyse der Daten des ausgewählten Browsers zeigt das Programm alle Daten sortiert nach Registerkarte an. Die Vertrautheit mit den Aktionen des Benutzers im Netzwerk sollte mit der Registerkarte Verlauf beginnen. Hier werden alle Adressen und Namen der besuchten Seiten erfasst sowie Datum und Uhrzeit des Besuchers angegeben.
Wenn Sie die gewünschte Zeile auswählen, werden Sie zusätzliche Parameter angezeigt. Gesamtzahl der Besucher, Zeitaufwand, Kategorie der Websites und Markierung der Löschfaken aus dem Verlauf. Sie können die Ergebnisse nach beliebigen Parametern filtern und sortieren. Klicken Sie zum Beispiel auf das Pluszeichen und fügen Sie Filter für die Kategorie für Erwachsene hinzu, um die Liste der Websites mit Erdbeeren anzuzeigen. Der Einfachheit halber ist die ganze Geschichte in Unterabschnitte unterteilt. Besuche. Wo sind alle besuchten URLs in chronologischer Reihenfolge gezeigt? Um zu einer der Sites zu gelangen, klicken Sie einfach zweimal drauf und es wird im Standardbrowser geöffnet. Suche. Hier finden Sie alle Suchanfragen, die an Nutzer in Google, Yandex, Facebook, Kontakte, Bing, Amazon, eBay und anderen Suchmaschinen gerichtet wurden. Neben dem Suchmaschinennamen stehen die Abfragen selbst sowie Daten und Uhrzeit der Ausführung zur Verfügung. Soziale Netzwerke. Die Geschichte der Kommunikation in sozialen Netzwerken, WK, OK, Facebook, YouTube und so weiter, wird in eine eigene Kategorie eingeordnet. Persönliche Korrespondenz, Benutzerkonten, Foto- und Videoansichten, Daten der Interaktion sind sofort nach der Analyse verfügbar. Übersetzungen. Auf einer separaten Registerkarte werden alle Übersetzungen in den Diensten von Google Translate, Yandex Translator und so weiter gesammelt. Neben den Referenzen und dem Zeitpunkt der Verbreitung werden die Übersetzer der Texte angegeben, aus welcher Sprache und in welche Sprachen die Übersetzung erfolgt. Mail. Alle gelesenen und geschriebenen E-Mail-Nachrichten befinden sich in einem separaten Abschnitt. Hier sehen Sie den Betreff des Briefes, den Zeitpunkt des Eingangs oder der Abreise und das verwendete Konto. Auf diese Weise erhalten Sie auf der Registerkarte Verlauf einen umfassenden Bericht über die Zeit, die der Benutzer im globalen Netzwerk verbracht hat. Einkaufen, Bekanntschaften und Kommunikation, Arbeitszeitanalyse, angesehene Videos und so weiter. Zuzugreifen, wenn Sie auf der Registerkarte Passwörter angezeigt. Ein solcher detailliertes Video darüber, wie man mit Hetman Internet Spy die Logins und Passwörter eines anderen Benutzers herausfinden kann, ist bereits auf unserem Kanal. Der Link wird in der Beschreibung sein. Mit dem Login und Passwort Ihres Google, Yandex oder Facebook-Kontos erhalten Sie Informationen über den Standort des Benutzers jederzeit nach Geolokation, vollständige Geschichte der besuchten Websites, Dating, soziale Netzwerke, Online-Shops, Banken und so weiter. Vom Benutzer verwendete Geräte, sowohl mobile als auch stationäre Computer, Bankkarten, Einnahmen und Ausgaben, Kredite und Bankeinlagen. Kontakte in sozialen Netzwerken, persönliche Gespräche, persönliche und geschäftliche Dokumente, Fotos. Wenn Sie Zugriff auf die E-Mail haben, die für die Person, die Sie interessiert, auf andere Websites registriert ist, erhalten Sie automatisch Zugriff auf alle Informationen. Die Registerkarte Sitzungen enthält Daten zu den Websites, die zum Zeitpunkt des letzten und vorletzten Starts des Browsers besucht wurden. Sie können damit bequem anzeigen, was Sie gerade auf Ihrem Computer getan haben, wenn Sie gerade Browserverlauf deaktiviert haben. Um die am häufigsten besuchten Ressourcen anzuzeigen, rufen Sie die Registerkarte beliebte Websites auf. Ein im Browser erstellten Lesezeichenstruktur wird separat angezeigt. Zusätzlich zu den vorhandenen zuvor gelöschten Lesezeichen werden auch diese angezeigt. Informationen zu allen hochgeladenen Dateien werden auf der Registerkarte Downloads abgelegt. Hier finden Sie den Namen, die Größe und die Downloadzeit der Datei sowie die Quelle des Downloads. Alle Kontaktdaten, Postanschrift, Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, die Sie in Kontakt- und Rechnungsformulare eingeben haben, werden auf der Registerkarte Adressen gesammelt.
Auf der Registerkarte Dateien werden die Browserressourcen angezeigt, in denen alle Informationen gespeichert sind. Fortgeschrittene Benutzer können sie öffnen und alles in seiner ursprünglichen Form anzeigen. Datenbankdateien werden als Tabellen angezeigt und XML-Dateien sind zu einfacheren Kenntnis in Abschnitte unterteilt. Um die vom Browser auf der Festplatte zwischen gespeicherten Bildern anzuzeigen, wechseln Sie zu Registerkarte Bilder. Nachdem Sie die Analyseergebnisse im Programm überprüft haben, können Sie den Bericht für weitere Arbeiten speichern oder in ein anderes System importieren. Führen Sie zum Erstellen den Exportassistenten über die Schaltfläche Export im Hauptmenü des Programms aus. Geben Sie an, welchen Abschnitt Sie exportieren möchten. Standardmäßig bietet das Programm den Export aller Informationen an. Sie können jedoch auch den aktuell geöffneten Abschnitt exportieren. Klicken Sie auf Weiter, um fortzusetzen. Geben Sie den Pfad zum Speichern des Berichts an. Wählen Sie das Format aus, Excel, HTML, PDF und klicken Sie auf Weiter. So sieht der exportierte Bericht aus. Wenn Sie einen anderen Browser dieses Benutzers analysieren möchten, klicken Sie im Hauptmenü des Programms auf das Symbol mit dem Namen des momentan analysierten Internetbrowsers und wählen Sie Browser wechseln. Dann wählen Sie eine andere zur Verfügung stehende. Um die Daten eines anderen Benutzers dieses PC zu analysieren, klicken Sie auf das aktuelle Symbol und wählen Sie Benutzer bearbeiten. Wiederholen Sie den Vorgang. Das ist alles für heute. Abonnieren Sie den offiziellen Kanal Hetman Software. Daumen hoch. Stellen Sie die Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.